Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, zu Hebräer 10, Vers 28. Ich lese zunächst: Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Das ist ein klassisches Beispiel, dass man nichts versteht, wenn man einen Vers gelesen hat. Das Wort Gottes erklärt sich selber, aber nicht in einem Vers, sondern durch sich selbst, nämlich durch das ganze Wort Gottes. Der Hebräerbrief. Wann wurde er geschrieben? Von wem? Für wen? Der Hebräerbrief wurde von einem Israeliten an Israeliten im Jahre 67, 68 nach Christus geschrieben. Aus einem ganz speziellen Anlass. Im Hebräerbrief wird gezeigt, wie der Herr Jesus Christus, der ewige Gott, wahrer Mensch wurde und als Mensch größer war wie alle im Alten Testament, größer wie Mose, Aaron, egal. Größer wie alle im Alten Testament. Ja, er ist Gott, aber wurde Mensch. Gottes Sohn als Mensch auf dieser Erde. Und dann haben sich viele bekehrt, wurden Christen. Aber sehr, sehr viele haben sich den Christen angeschlossen, ohne sich zu bekehren, und waren unter großer Gefahr, wieder zurück ins Judentum zu gehen, zurück zum Gesetz zu gehen. Und da sie etwas ganz Spezielles gesehen hatten, waren sie in größter Gefahr, für alle Ewigkeit verloren zu gehen. Was haben sie denn gesehen? Das sieht man im Hebräer 6 zum Beispiel. Diese Hebräer, die bei den Christen waren, aber keine Christen waren, die haben Wunder und Zeichen des zukünftigen Zeitalters durch den Herrn Jesum und die Apostel gesehen und sind zurück ins Judentum und haben, das sieht man dann zum Beispiel in Hebräer 6, die ersten 10 Verse, haben gesagt, ist ganz gut, dass Christus gekreuzigt wurde. Und da zeigt uns der Hebräerbrief, das ist Abfall. Wenn ein Jude ins Christentum ging, ohne bei Christus zu sein, also nicht bekehrt hat, und zurückging ins Judentum, dann konnte er nicht mehr sich bekehren. Ist dieselbe Situation wie die Lästerung des Heiligen Geistes in Matthäus Kapitel 12. Also, und jetzt unter diesem Standpunkt, Gesichtspunkt, lest die Verse hier durch, dann schaut diese einfache Einteilung des Hebräerbriefes an, dann lest ihr die Gedanken zu Hebräer 6, dann mit Willensündigen, dann Literatur zum Hebräerbrief für weiteres Studium, das ist für weiteres Studium gedacht hier, und dann die 50 Punkte Sicherheit des Heils mit 50 Antworten. Lest alle diese Punkte durch. Und dann lest von oben nach unten, einfach sorgfältig, langsam durch und dann seht ihr, dass diese Frage bezüglich Hebräer 10, Vers 28, dass das eine Anführung aus dem Gesetz ist und jetzt wird ein Vergleich gemacht im Vers 29. Wenn unter dem Gesetz schon jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, getötet wurde,
Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt, nicht gerettet, geheiligt worden ist, für gemein unrein geachtet und den Geist der Gnade verschmäht hat. Ganz ernste Gedanken. Und die kann man nicht direkt auslegen auf heute, aber hundertprozentig anwenden. Wenn jemand sich unter den Christen aufhält, ohne sich bekehrt zu haben, wird es brandgefährlich für ihn. Und ich rate ihm, ja, ich fordere ihn auf, heute bekehre dich zum Herrn Jesum. Im Herrn Jesum Christum, ich wünsche euch vertieftes Studium vom Hebräerbrief. Und das geht nicht von Vers zu Vers, sondern von Hebräer 1 bis Hebräer 13. Und lest die Anführungen im Alten Testament. Hebräerbrief, da muss man 3. Mose 16, 4. Mose 19 genau verstanden haben, um was es geht. Und vorher kann man gar keine Aussage machen.